freue mich schon, wenn ich am Ende des Streams, ich hatte 25, irgendwas Grad, ich glaube 25,7 oder so. Ich freue mich schon, wenn ich am Ende des Streams 29 Grad drin haben werde. Wir haben jetzt 1,5 Stunden, ich bin schon bei 28,3. Also es ist schon knapp 2 Grad heißer drin geworden, seitdem ich am Stream bin. Kein Shrink die Runde. Ich glaube, ich habe auch noch keine einzige Shrink-Runde gespielt, oder? Shrinks sind mir immer die liebsten, ne? I bring an end to magic. Ohne Shrink fühle ich halt die Knights, Luna-Zeugs, alles nicht. Ach, immer wenn ich die Luna, immer wenn ich sie nicht mitnehme, kommt sie im nächsten Roll. Das ist immer das Gleiche. Deswegen nehme ich sie jetzt einfach wieder nicht mit. Oh, meine Augen jucken. Da geht noch was für Sauna-Feeling. Sei froh, bei dir ist es kühl. Wie kalt ist es denn bei dir? Wie warm, meine ich, wie kalt. Oh, hallo Jordan. Das liegt daran, dass du so heiß bist. Ui. Jordanovic. Sehr süß. Bist du, wohnst du Dachgeschosswohnung oder ist es bei euch einfach so heiß generell? Weil es doch nicht mal ansatzweise so heiß draußen. Oder macht dein Rechner so extrem warm? Keine Ahnung, wie so die Wahl waren. Irgendwie weiß ich nicht. Also was gut kam, was wir halt noch nicht mitgenommen haben, waren die Elfen. In jedem Roll waren zwei Elfen drin. Heizung auf 5, Dach geschossen, so Sonne knallt morgens schon rein. Boah. Also Dachgeschosswohnung. Ich weiß nicht. Meine Schwester hat eine Zeit in Dachgeschosswohnung gelebt. Ich glaube, das wäre für mich ein K.O.-Kriterium. Aber es ist halt so schwierig, Wohnungen zu finden. Das ist halt. Ne? Ich glaube, dass fast niemand freiwillig oder sehr gerne in einer Dachgeschosswohnung wohnt. Dafür muss schon entweder mal gar nichts anderes finden oder die Wohnung muss an sich sehr schön sein und vom Preis passen, denke ich, dass man das dann in Kauf nimmt. Hallo Winzer Roman, moin. Immer den Oberen bekomme ich noch down. Ein Schaden ist fein für mich. Aber das schafft Juggernaut noch nicht, oder? Nee. Ja, Dazzle wäre sofort Losing Streak Switch. Instant. Oh, da ist Dazzle. Kein Second Chance allerdings. Hier im Ruhrpott findet man nichts anderes, was bezahlbar ist und man Nachbarn will, wo man nicht alle 2 Tage die Polizei vor der Tür stehen haben will. Ja. Bei uns ist auch Wohnungsthema riesig, aber es gibt sicherlich noch Orte, da ist noch krasser dieses Thema. Aber im Winter stelle ich mir das geil vor. Du hast ja auch meistens diese Kippfenster, also musst du ja eigentlich diese Kippfenster drin haben. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Wenn dann man diesen Schnee so von oben sieht und der dann auf dem Fenster drauf ist, aber kann auch wieder Kacke sein. Hat aber sicherlich auch seine Nachteile. So, Leute. Jetzt mal wieder auf andere Sachen konzentrieren hier. Und zwar, welchen Kurier wir spielen. Das ist das wirklich Relevante. Komm, die Turtle hatten wir lang nicht mehr. Eins im Schlafzimmer, im Wohnzimmer habe ich Balkon.
Ah, in meinem Balkon, ne? Balkon ist doch auch gerade im Sommer dann, glaube ich. Ah, doch, ist auch nice. Man braucht nur irgendwie einen Sonnenschutz wahrscheinlich. Ich bin niemand, der sich so in die Sonne zieht, weil, also ich bin nicht so der, der sich sonnt. Sieht man vielleicht an meiner wunderbar nur leicht gebräunten Haut. Man könnte es richtig greedy sein und die noch löschen, ne? M2 und M2 sind wir richtig greedy und löschen die noch. Oh, guck mal, wenn wir Shrinkwell hätten, wäre das perfekte Runde, um Dazzle Mars Dingenstrat zu spielen. Aber dann haben wir nichts für Runde 10. Wenn wir nämlich Dazzle und Nuragis uns hochziehen würden und die jetzt kaufen, könnten wir für Runde 10 halt. Wenn wir 1, 2, 2 haben plus Mars, sollte das eigentlich machbar sein, Runde 10. Ich benutze meine Freundin, Balkon ist nicht gut für meine Kellerbräune. Die adelige Blässe in deinem Gesicht, meinst du? Guck mal, da wird die Webcam sogar direkt unscharf. Genau die meine ich, ja. Ja, ich werde das nicht alles löschen für Gold, das ist mir zu risky. Ich habe jetzt schon Angst, dass ich Runde 10 nicht hole. Boah, Shadowfiend ist aber eine Ansage, Runde 10. Okay, wenn wir Gods plus Shadowfiend stellen mit den Items dazu. Nehmen sogar auch noch die Enchantress mit. Meint ihr, wenn ich Orakel plus doppelt Mars stellen, die Frontline und Shadowfiend hier hin, hole ich das? Ich gucke mir die Heals direkt an, es gibt keinen Second Chance. Ich gucke direkt in die Heals rein, um es einschätzen zu können. Ich weiß, Zeus im Late Game, bla bla, oder halt hier im Late Game. Aber ich will lieber wissen, woran ich bin vom Leben und kann dann besser einschätzen, wie ich die Runde spiele. Oh, ja. Nein. Ja, die waren okay, die Rhodes. Einer war schlecht, die restlichen waren gut. Das ist ein nicer Schnitt. Obwohl die ja ist ja eh weg, seitdem ich bei dem Eröffnungsspiel von der Kleinfeld-Fußball-WM war. Die Freude und die Blässe. Der war nicht schlecht, Mörferich. Könnt ihr mir jetzt callen? Orakel, doppelt Mars 1 und Shadowfiend. Shadowfiend mit den Items. Shadowfiend hierhin, hier Orakel, Frontline zweimal Mars. Runde 10, win oder lose? Vielleicht soll ich die Mars doch ein bisschen weiter nach hinten stellen, dass die ein bisschen mehr Zeit haben, ihre Ult aufzu. Also, dass die Ult einmal schaffen, wenigstens. Dann haben die haben einen 6er Cooldown, kann das sein? Ungefähr. 5er Cooldown. Kurz den 7er Heal abholen. Und 6er nur. Glaubwürden. Warte mal, es gibt Great Vault. Wenn ich doch ihn nach vorne stelle und die Mars ein bisschen mehr Zeit gibt. Die werden trotzdem an Shadowfiend vorbeilaufen und Shadowfiend wird trotzdem nicht tanken. Aber er tankt ein bisschen was weg, er macht eh sonst nichts. Nee, Priest God Stress wird es nicht werden, weil ich keinen. Es gibt keinen Shrinkler und keinen Dismiss, das lohnt sich. Ohne Shrinkler werde ich es nicht spielen. Die Mars hat ein bisschen mehr Zeit, das heißt, sie schaffen beide eine Ult. Hoffentlich. Ich hab so Angst gehabt, ihr glaubt's mir gar nicht. Oh, ich hatte so Angst. Ich hatte noch nie so große Angst. Ich glaube, ich muss die Meepo-Strat mehr aufbauen. Ich glaube, ich muss die Lame Meepo-Strat spielen. Ah, oder ich spiele im Late Game Mages einfach. Mages hat mir lange nicht mehr. Meepo-Strat haben wir 1000 Mal gesehen jetzt. Auch irgendwas für Runde 15 auch wieder. Das könnte problematisch sein.
Hypo wäre da die bisschen safere Anlage, den jetzt einfach schon mitzunehmen. Da hat der Kackstift schon gelunzt. Oh, wie hole ich eine Runde? Wie hole ich eine Runde 15? Ja, der löschen, Meepo mitnehmen und auf Shadowfiend und Meepo halt hoffen. Aber dann gehe ich wieder so hart Richtung die Meepo-Strat, Mann. Ich hoffe draußen, dass ich Meepo bin. Mein Plan ist nicht Meepo-Strat, mein Plan ist doppelt Meepo mitzunehmen, um gleich irgendwie eine Chance in Runde 15 zu haben. Oh, da ist eine Lich schon. I am the dead of winter. Die Echo ist schnell wieder drin. Ich habe Losing Streak, bloß ich habe das Zeug hier. Macht euch keinen Stress, Leute. Ganz ruhig bleiben. Ufbasse jetzt, Ufbasse, gell? Gut, wir könnten den Meepo löschen für 20 Golden und dann... Wenn wir Shadow mit Tieren stellen, hier Lich, hier den... Dann brauchen wir irgendwelche 1-2 Tanks einfach noch. Oh, okay, wir gehen weg von dem Meepo. Wir gehen weg von dem Meepo. Nobody knows. Der Meepo, I have seen. Oh, jede Turn-Up ist gewachsen, guck mal. Mal Dortex Streak holen, weil wir jetzt OP sind mit Shadowfiend Mages. Aber eigentlich gefällt mir das ganz gut. Wir haben Losing Streak, wir haben Plus Echo dadurch. Wir killen aber ein bisschen was. Wir hielen uns um 7 jedes Mal. Ach, das sind die ganzen Zweier jetzt am Start. Was ist das denn für ein Scam? Was ist das denn für eine Scam-Scheiße? Mit 3er-Turn-Ups. Und oh, diesmal sind 2 Stück klein geblieben, die Säcke. Die Ogre-Matcher ist ein ganz nicer Tank für die Runde auch. Einen guten Tank bräuchten wir eigentlich noch, aber da müssen wir halt wieder Turn-Ups löschen. Aber gut, eine 2er-Turn-Up würde ich aufgeben. Und noch ein Shadowfiend wäre gut. Ein Shadowfiend und noch ein Tank mehr. Komm, es sollen ein paar Sachen sterben. Och Gott, wie low die alle sind. Ja, den ganz low weggemacht. Na gut, ist gerade egal. Lecker Schmecker Würstchen Schlecker. Glaube ich, so ging das Lied. Ein Dragon Knight. Der muss mitgenommen werden. Allein schon, weil der mir einen gewissen Buff gibt. Ja, okay, damit sollten wir aber auch Runde... Damit sollte Runde machbar sein. Ne, ihr wisst schon, welche Runde ich meine. Runde 25, 15. Runde 25. Runde 25 wird hart. Ja, okay, Leute, wir spielen entspannte Knights. Wir spielen Knight Strengths. Warum stellst nicht 7? Ich spiele Priests. Walderich. Und Priest funktionieren nur so, wenn ich Priest stelle, bekomme ich nur einen Heal, wenn ich eine Runde verliere und eine Unit zu wenig auf dem Feld habe. Get the Tango when defeated in a home battle. If your pieces on board are less than your max pieces capacity. Früher war das anders, ja. Das war aber anders vor einem Dreivierteljahr oder so noch. Das ist schon lange geändert. Oh, die 6er Heals, die gönnen, aber es waren 2-2er dazwischen, aber es waren noch viele 6er Heals. 20 Schaden haben wir erst und eigentlich haben wir 59 Schaden schon. 40 haben wir uns schon gehealt. Aber wir spielen auch schon lange Losing Streak. Jetzt haben wir auch noch Bücher dazu. Ja, ist spaßig. Der ist spaßig, meine Freunde. Frühkartoffel war es anders, ja man. Oh, Kartoffeln wären geil jetzt. I bring the spark of death. Okay. Wie kommen wir das hin? Ne? Machen die das? Ich könnte noch ein Level-Up gehen, wenn ich das Buch benutze, wird es genau reichen. Ne? Glaube ich. Ne, wird nicht reichen. Wahrscheinlich wäre die Draw besser, aber ich habe keinen Platz für sowas. Man konnte unbedingt auch Dragon Knight die...
kommen. Ich werde die Fresher auf. Irgendwie niemand richtig. Dragon Knight cleared ihren Dragon Knight. Ich muss nochmal Mana mit, dann kann ich nachher das fette Ding bauen. Irgendwann. So, Zeus wäre der Late Game Mage. Es gibt auch Great Vault. Hier 14 Bücher bräuchten wir, das heißt eine Runde 30. Wenn wir jetzt die Bücher für Level 11 benutzen, würden wir in Runde 30 Level 11 sein. So, wir holen uns wieder unseren obligatorischen 7er Heal ab. Ich sag immer 7er und dann kommt trotzdem ein hoher Heal, aber kein 7er, weil das Game will sagen, ich bin nicht so lucky, aber trotzdem bin ich luckier als Durchschnitt dadurch. Das ist die Strategie. Kannst du nicht dieses Magic-Teil bauen, was hochsteckt? Ne, mir fehlt dafür einer noch. Man braucht für dieses Magic-Teil braucht man 3 solche Energy, also 2 Energy-Booster plus der Energy-Booster hier im Soul-Booster drin, dafür fehlt mir einer noch, aber das wäre das Ziel für später, ein Dragon Knight 3 dadurch quasi zu haben. Ein Energy Booster muss noch. Ein Energy Booster muss noch sein. Guck mal, wir sind gleich Level 8 schon. Mit Büchern. Losing Streak Echo. Der Echo. Weiteren Heals noch. Wir haben echt gute Heals gehabt, also da dürfen wir uns nicht beschweren. Ah ne, ich dachte, der hat noch was gekillt, hat er gar nicht. Jetzt wird langsam ein bisschen zu viel Schaden, aber immer noch ein 5er hier. Das rechts daneben, ne? Warte mal, ich schau mit. Ach so, lol, stimmt, das könnte sein. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Du meinst. Das rote, ich weiß nicht, wie es heißt. Das müsste ich bauen können eigentlich, das ist ein guter Punkt. Da hast du den Punkt, da hast du den Punkt. Wie heißt er denn? Bloodstone! Dann kann ich bauen. Ja, ich glaube, der lohnt sich nachher eher auf anderen Units, aber ich baue den mal schon mal zusammen. Wieso startet der nicht mit Banner plus 80? Das wäre witzig. Gibt es Elite Recruiter? Nee. Oh oh, langsam wird schmerzlich. Langsam wird mir das zu viel Schaden. So, aber ein 7er Heal kann mir da nicht mehr helfen. Boah, die Heals sind so dreist. Wenn wir die 2-2er rausnehmen, die wir hatten, ne, dann waren das nur 5 plus Heals, soweit ich weiß. 5er und 6er, die ganze Zeit 5er und 6er. Ausnahmen sind 2x ein 2er war es, denke ich. Kann man gleich nochmal gucken. Ich habe 38 Schaden jetzt aktuell. Ich habe aktuell 38 Schaden, aber eigentlich hätte ich schon 93. Nach Adam Riese heißt es, dass ich mich viel geheilt habe. Das ist mein ganzes Level, was hier auf der Bank chillt. Mathe Leistungskurs, ja man. Ich weiß nur nicht. Great Wall kann ich mir glaube ich auch wieder nicht leisten. Ich würde lieber mit Family Discount gehen.
Klassischer Tauern des Mist ist es hier auch. Level Up Tauern des Mist Family Discount. Dragons Mages rollen, dann nochmal ein Level gehen, sobald wir relativ stark sind. Guck mal, wir verlieren unsere Losing Streak jetzt sogar. Hätte er nochmal einen Dazzle Ult gemacht, hätte er glaube ich das geholt. Ne, ist die dritte Runde heute schon. Hallo Lukas. Wir waren schon zweimal Zweiter. Wir wollen die. Und hier auch zwei. Wir wollen die ganze. Die Challenge aktuell ist, dass wir komplett alles auf. Ich werde kein Great Wall spielen, Leute. Die Challenge heute ist, alles auf. 2 zu haben. Auf. Alle Runden auf 2, die hier angezeigt werden. Junge, ich kann kein Deutsch mehr. Ich hoffe, die reißen was. Das ist ein bisschen wenig, oder? Nein, das ist keine Challenge. Also wir versuchen natürlich den ersten Platz zu holen. Also gerade nur, wenn sich das ganze zweite Plätze am Start sind. Zockst noch und ich glaube, eine mache ich noch danach. Ich meine, wenn einer stirbt, würde ich den anderen nachspawnen. Ja, okay, lol, die Liches haben Überschaden gemacht. Ja, okay, Family Discount, perfekt. Dann nehme ich meinen zurück und freue mich und versuche jetzt einfach geile Mages zu rollen. Wir versuchen uns jetzt geile Mages zu holen. Time to shove off. Oh lol, doppelt Lich habe ich gar nicht. Das war nicht mal sogar der Gedanke, dass ich doppelt Lich stelle, aber mit Argon kann ich das natürlich jetzt machen. Ich lasse mir nochmal kurz den Jugendgedanken offen, ne? Ja. Eigentlich wollte ich keine Jugend spielen, Leute. Aber. Was fehlt denn jetzt im Endeffekt? Im Endeffekt fehlt nur ein Kotl, dann könnte ich die Human spielen. Sollte man vielleicht nicht voreilig ausschließen. Da wäre er schon. Ach, guck mal, Spectre und Necroforce schon. Ja, aber Leute, ich kann ja nicht alles spielen. Ich würde mich jetzt gerne auf entspannte Human Mages committen, ehrlich gesagt. Das tut weh, jetzt alle drei Legendaries nicht zu spielen, die hier sind. Aber so, das könnte eine fette Human-Runde werden. Oder wir sammeln die zwei Legendaries hier. Und spielen vielleicht nachher 9er Mages, 6er Undeads, falls wir richtig fett Level schaffen. Andererseits brauche ich die Code jetzt eigentlich. Um stärker zu sein, weil aktuell bin ich noch nicht stark genug. Ach, er geht auf den Falschen, ne? Die hat aber gereicht. Wir brauchen unbedingt Dragon Knight, Lich und Kotl. Die drei wären richtig wichtig. Richtig wichtig. Der ist noch gut. Okay, fuck it, Leute, wir müssen erstmal uns auf andere Sachen konzentrieren. Boah, diese Pärchenparade ist so dreckig. Oh, ist das ätzend.
jetzt das dicke Item auf Ben. Bennen. Bennen! Spaß, ich hab schon verstanden, was du mir sagen willst. Alles gut. Ich hab natürlich verstanden, was sie mir sagen möchten. Ich kann den Teil nicht sammeln, Leute. Der Teil wird nachher geholt. Wir rollen jetzt einmal hart und investieren. Wir müssen eh Runde 25 auch gewinnen. Runde 24 würde ich auch gerne schon gewinnen. Und rollen das alles hoch. Und nehmen noch einen Pack auf dem Weg mit. Da ist der Pack. Einen von den Vierern brauche ich noch. Okay. Passt. Dann jetzt schön zwei Level gehen. Oder ein Level reicht ja erstmal. Dann kann ich den Dragon Knight noch als gepushten Boy ballern. Die Lich war so früh doppelt da. Komm, der Kottel muss jetzt carryen hier. Für Runde 24 ist es echt ordentlich. Ah, die Frage wieder mal, ob man die Bücher jetzt schon nutzt. Wir sollten vielleicht die Bücher benutzen für Level 10 auch. Auch wenn es euch wehtut und so, ich weiß, aber wir haben keine gute Echo mehr. Wir haben die für Humans im... Dadurch können wir nach umso länger Humans spielen und sammeln auch dadurch dann mehr weitere Humans. Wisst ihr, wie ich meine? Also mehr Bücher. Wir bekommen ja drei Bücher, wenn wir die Runde einen Human überlebt oder die Runde holen. Ich denke, wir nehmen die Bücher für Level ab. Dann können wir auch nochmal die Echo nachher nutzen, ein bisschen mit Family Discount was zu machen. Sobald wir Runde 30 nochmal vielleicht ein, zwei Mal rollen. SC ist nicht drin, oder? Wer ist SC? Wer ist ein SC? Bin ich blöd? Das ist sehr schön. So. Dadurch haben wir jetzt den Dragon Buff und dadurch sollten wir jetzt erstmal stark sein. Ach, Second Chance. Nee, Second Chance ist nicht dabei. Sonst hätte ich. Mit Second Chance hätte ich das, wäre ich das Ganze anders angegangen. Aber Second Chance haben wir die Runde leider nicht. Irgendwie haben wir das relativ häufig, wenn ich auch auf Heals und Mangos und sowas gehe. Ist, oder auch auf. Also gut, heute war es halt eher so. Second Chance wäre cool gewesen, wenn es öfter da gewesen wäre. Komm. Jetzt einfach ein paar Runden gewinnen. Ich will erstmal auf Level. Level 12 dauert aber ewig. Aber der Spectre. Aber ich denke, ich mach's anders. Was brauchen wir denn für 9er Mages und 6er Undeads? Dafür bräuchte ich Level 13, oder? Ne, Level 12 müsste reichen. Ne, es reicht nicht. Level 10 habe ich 6er, 6er. Dann noch 3 extra Undeads. Dann kann ich aber Dragon Knight und Titan und sowas nicht spielen. Also wäre ein 9er sinnvoller mit einem Tide Random dazu und einem Disruptor, maybe. Oder einem einzelnen. Gut, man kann trotzdem Spectre oder Necro vorspielen für 3er Undeads. Also wir Level 12 mit Tide und noch einem Undead dazu. Mit einem, ja, ich glaube Necroforce, aber beim Cools meine ich Spectre. Also das Level, wenn wir Level 12 sind, bin ich happy. Mehr will ich nicht schaffen. Level 12 und dann die Units noch rollen. Zeus muss mitgenommen werden. Tide und Spectre oder halt Necro, je nachdem, wie gesagt. Necro wäre ich schon. Du brauchst nur ein Undead für 3 Undead. Ja, ich weiß. Ich weiß es doch. Ich frage mich nur, welchen Undead ich nehmen soll. I guess der besser kommt. Ich habe Angst, dass mein Team gleich richtig hart nachlässt. Runde 30 könnten wir noch den Necro dazustellen.
Der Kottel ist echt geil mit dem Item. Der Dragonite macht seinen Job auch. Hier sind noch ein paar Sachen offen. Eigentlich ist es besser, wenn ich nochmal Family Discount bekomme in Runde 30. Oh, die Pärchenparty wieder. Mich wieder gewillt zu rollen, obwohl ich mein Echo gerade erst wieder aufbaue. Aber so ein Kunker und eine Maiden würden schon helfen. Egal, ich gehe mal davon aus, dass ich weiterhin Runden hole. Spielt irgendwer Assassins? Der letzte. Ich habe irgendwie Bock, das ein bisschen zu splitten alles. So in die Richtung. Weiß ja nie, was kommt für ein Quatsch. Na, 6er Undeads immerhin. 6er Undeads könnten noch machbar sein. Aber wenn der Kotto durchgeht. Gut, wenn Kotto stirbt, dann droppt er nochmal irgendwo. Ah, kommt kein Unentschieden. Okay, danke. Richtig. Warte mal, spielst du auch Mages und Humans? Die ich auf einmal auch spiele. Was heißt denn hier auf einmal? Wer sagt denn hier, dass ich die auf einmal spiele? Was habe ich denn davor gespielt? Ich hätte doch die ganze Zeit schon Mages. Ich hatte die ganze Zeit Losing Streak gespielt und hatte die ganze Zeit schon 3er Humans drauf und hat Early Dragonite gezogen. Da war das nicht so abwegig, dass ich in die Richtung wahrscheinlich gehen werde, wenn es einigermaßen kommt. Das war jetzt nicht so abwegig. Sag ich mal. Muss Paul verteidigen, er spielt schon die ganze Zeit die dreckigen Mages, Alter. Wie plus ein Mage Damage hat der Kottel jetzt? Da steht. Keine Ahnung, wo das steht, ehrlich gesagt. Wie kann man das denn sehen? Prozent halt, oder? Each Energy Point will increase Magic Damage by 10%, also er müsste 140% plus haben, wenn ich es richtig sehe. So wie ich das verstehe. I am the dead of winter. Ist auch funny, dass ich irgendwie, ich spiele nicht mal so extrem oft Mages, aber irgendwie, wenn Dortex mitspielt, habe ich die Mage-Runde. Frage ist, zählt man Shadowfiend Razor als Mage-Runde auch? Würde ich dann auch sagen. Ich verteidige mich doch nicht. Das, wenn ich das spielen will, spiele ich das, egal was du sagst. Aktuell würde ich ganz gerne, dass der Razor über, der Ding überlebt, der Kottel lieber. Time to save the world. Ice is nice. I ride with the light. Könnten Level 3er Mages die Runde werden. Mit Level 12 wäre das wirklich lecker. Zeus und Tide fehlen noch. Lynch, Dragon Knight und Kotl, Reiwer King. Er mit seinen 15 Stacks, dem seine Ult killt halt alles weg, was halt in Range ist. Ja,
Ein Level noch, dann 6er Mage, dann 9er Mage, 6er Humans oder was? Wenn ich noch ein Level gehe, würde ich glaube ich einfach Humans rausstellen, weil Level 13 wird die Runde eh nicht passieren, da sehe ich mich nicht, ohne Second Chance. Also falls ich noch ein Level gehe. Falls ich noch ein Level schaffe, wäre das Ziel eher hier Legion und Kunkka raus und dann Zeus und Ogre Matcher erstmal rein. Beziehungsweise ich muss ja nur einen rausnehmen. Und Tai soll dann auch noch rein. Bis Runde 35 müssen wir aber mindestens noch chillen. Ich glaube, Runde 36, wenn, nach Runde 36 hätten wir, glaube ich, genug Bücher zusammen. Dann haben wir 9er Mages mit Dragons und 3er Undeads. Und einem Tide random. Hoffentlich bis dahin. Also die Crystal Maiden kann ich auch gleich wieder löschen. Die brauche ich nicht unbedingt. Aber wenn die gerade so kommt, ich Platz habe, nehme ich sie ja mal mit. Die werde ich aber eigentlich 100% wieder löschen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich die aufs Late behalte. Ich hoffe, jetzt hat er 200 plus Mage Schaden. Junge, wie viel Schaden der macht. Krank. Ja, wir können nicht alles sammeln. Da muss ich ein bisschen auch entscheiden, ne? Den noch. Der ist weiterhin ready. Wahrscheinlich werden wir bis zum Schluss den einen Dude nicht bekommen. Den Zeus. Und am Schluss haben wir doch keine Mages. Wenn wir die nächsten zwei Runden gewinnen, dann haben wir nach Runde 35 haben wir Level Up. Guck mal, der könnte zum Beispiel uns besiegen mit Mages. So ein Typ könnte uns Probleme machen. Junge, Kottl mit 200 plus Mage Schaden plus den nochmal, also eigentlich 200, irgendwie 260% plus Mage Damage oder so, geht sogar durch den Mage, durch Knights durch. Ist das böse. Wir könnten jetzt sogar das andere Ding bauen, aber ich habe eh gleich alles auf Level 3, dann brauche ich das gar nicht. GG. Ja, Razor wäre schon auch cool. I am the dead of winter. So. Zwei Lishes, zwei Kottls. Stell dir vor, du hättest Zeus 2 9er Mages. Nee, Rohchancen bleiben gleich late dann. Ändert sich nichts mehr dran, soweit ich weiß. Das Item auf Kottl steckt hoch. Wenn ich einen Gegner kill, if an enemy chess piece on the host side is killed. Ich glaube, wenn ich einen Gegner kill, hat eine 20% Chance, dass es stackt. Und je mehr das stackt, desto mehr Mage-Schaden plus Mage-Schaden bekommt der. Und wenn meiner gekillt wird, dann verliert er die Hälfte an den Stacks, wenn Kottl stirbt, aber. Hielt dann, warte mal, Energy Points will be lost, all friendly units within range will absorb lost energy points. Also mal, wenn er stirbt, dann werden die Kottl drumherum geheilt, die Units, falls Kottl eine Runde stirbt. English Expert. I bring the spark of death. Oh, da ist der Teil, okay. Also es ist ziemlich fett auf Mages, vor allem wenn der lange nicht stirbt. Also der killt halt alles One-Hit, wenn der auf Level 3 gleich noch ist. Schade, dass der Dragon Knight so schlecht kommt. Das Gute daran, dass Dragon Knight schlecht kommt, ist, dass wir einfach... Oh, wenn wir noch denken, Bomb ist übrigens cool. Das Gute daran, dass Dragon Knight nicht kommt, ist, weil wir eh keinen Platz haben. Aber Dragon Knight 3 ist halt der Safe-Win gegen Dortex. Die anderen sind gefährlich trotzdem, aber wenn wir die auf 2 jetzt erstmal auf 3 nochmal haben auch.
Zeus fehlt auch immer noch leider. Junge, wie viel Schaden er drückt. Gewinnt's auch so 100%, ja wahrscheinlich. Was für Much-Rolls. Appreciate it. Trust me, I'm worth it. Ich will schnell einen Multicast haben. Oh, oh, mein Kotl ist gestorben dieses Mal, das ist frech. Ah ne, ist noch nicht gestorben, er hat immer noch Decks gesammelt. Marlo, geh geht raus, mir wurde krasses Game versprochen, wo ist es denn? Hier ist das krasse Gameplay, doch siehst es doch. Lieber Chat, vielen Dank für den Support, du hast das krasse Gameplay gerade vor dir. Time to save the world. Again. I ride with the light. I am the rocky apple that spoils the bunch. Das Bittere ist, wir ziehen kein Zeus. Junge, wie kann das sein, dass wir so viel Echo hatten die Runde und unser Team nicht fertig kriegen? Zeus und ein Kotl ist alles, was ich möchte. Jetzt werden wir gleich die Runde vorbei sein, wir werden keinen Level 3er gehabt haben. Und ich dachte, wir ziehen mindestens zwei Level 3er. Wir haben 424er, wir haben gerollt mit Family Discount alles. Ja, Kunkka will ich ja gleich löschen für einen Zeus. Aber Kunkka 3 wäre vielleicht drin gewesen. Stacks hat er jetzt schon. Vortex ist tot. Das war's auch, oder? Ist das bitter? 32 Stacks. Aber da wäre der Zeus noch gewesen und nochmal eine Lich. Es war trotzdem eine fette Runde, Leute. Es war trotzdem eine richtig, richtig, richtig fette Runde mit den Stacks. 32 Stacks auf diesem Item, Alter, auf Bloodstone ist brutal gewesen. Hat alles One-Hit gemacht. An jeden Zuschauer, lassen Sie gerne ein Like dafür, diese fette Runde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein.